sich Himmelfahrt sinnlos die Kante? Da wüsste ich was Besseres. Mit mehr Elektro. Thank you.
motherfuckers. It's that dirty money, motherfuckers. It's that dirty money, motherfuckers. It's that dirty money, motherfuckers. Somebody feel me. Freunde, ich würde sagen, das ist Vatertag, die erste Station. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin. Das ist Brandenburg. Das ist tief draußen, mitten im Wald, in der Nähe von... Ich darf den Ort eigentlich nicht sagen, weil wir sind ja hier völlig geheim. Und erste Station, wie gesagt, geht heute noch weiter zu Love is Open Air nach Rangsdorf, ebenfalls in der Nähe des Sees. Oder wie Abi so schön trefflich formulierte, im Wäldchen am See. Völlig egal, wir sind auf jeden Fall angekommen. Ich habe es geschafft, durch den Wald durchzukommen und befinde mich jetzt hier in dem Ort. Aber ich habe vorhin den Namen schon gesagt, also kann ich es doch nochmal sagen. Wir sind in Garzdorf. Richtig. Und wir haben auch hier den David getroffen. Der ist hier der Mann mit der Brille, also nicht ich, sondern der andere. Das heißt, unser Schiff liegt da drüben. Ja, wir sind gerade vor Anker gegangen, ausgestiegen, haben praktisch den Grill angeworfen und festgestellt, dass Captain Jack Sparrow immer noch vor Anker liegt. Ja. Er möchte gerne Grillfleisch, kriegt aber die Ruder nicht bewegt. So sieht's aus. Captain Jack Sparrow, aber übrigens, Captain Jack Sparrow steht ja hier schon. Ja? Allerdings hier sein. Nee, nicht so. Also, wir haben so, selbst am Herrentag heute ein unglaubliches Erlebnis. Wir sind Teilhaber einer Hochzeit. Und müssen, aus Berlin? Ist ja krass. Und Maiko hat hier so eben im Wald einen Luftballon gefunden mit einem Kärtchen dran. Ja, wir sind eigentlich heute. Mal gucken, wer es ist, ne? Ey, wir sind total romantisch heute. Herr und Frau Kamper aus der Bismarckstraße 75 in 12157 Berlin.
Sehr geil. Scheinbar hin, oder? Ja, dann fliegt der jetzt noch? Oder ist der so ein Kandidaten hier auch bei dieser Veranstaltung heute? Wir sind ja, wie gesagt, hier am Grazdorfer See. Und ich gehe mal gucken, hier stehen ein paar Autos rum. Aber hier stehen nicht nur Autos rum, nee. Hier liegen auch Zimmer, Leute. Sehr interessant. Achtung. Wenn du, stell dir mal vor, du müsstest 14 Tage Holz schleppen, Montage machen, pipapo, und dann hast du so ein Wetter. Könntest du auch Obst verkaufen. So, Freunde, es ist wieder soweit. Ich werde jetzt weiterziehen. Und hier ist man auch an dem Punkt angelangt, wo man sagen könnte, war es das heute schon oder gibt es noch den zweiten Teil dazu? Kurzer Schwenk ins Zelt. Hier gehen erstmal die Lichter aus, aber die Lichter gehen heute Abend auch wieder an, definitiv. Okay, Freunde, es ist soweit. Wir sind hier wieder fertig an dieser Stelle in Garzdorf am See. Es wird ein bisschen schwierig mit dem Ausparken, also ich kann das mal ganz kurz zeigen. Kann man das sehen? Okay, wir filmen das jetzt mal so. Pass auf. Wir versuchen jetzt auszuparken, ohne jemand ernsthaft zu verletzen. Ja, das könnte passen, Freunde. Und ich sag mir eins, was gibt's am Herrentag Schöneres als Herren zu überfahren, aber wir machen es heute mal nicht. Ich würde sagen, er schreit, wenn irgendwas ist. Da liegt er. Alles gut, wa? Meister, ich grüße dich. Schlaf schön. So, dann sehen wir uns wieder bei Love is Open Air in Rangshof. Bin gleich wieder da, ja? Ich muss mal ein bisschen Auto fahren, okay? Bis dann, ciao. So, wir sind jetzt direkt auf dem Weg nach Rangshof zu Love is Open Air. Ich muss dazu sagen, die Leute hier auf der Straße, die fahren ja so wie wir früher. Meine Fresse. Alte Scheiße. Und das waren Frauen. Gut, Frauen in gesetztem Alter, die jetzt hier gerade auf der Straße, mitten auf der Straße gefahren sind. Egal. Ich möchte mir jetzt auch kein Urteil erlauben an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz, wir fahren gleich durch Werben und grüßen auch unseren guten alten Herrn Landrat Pierre Giesecke. Vielleicht ist er ja gerade im Garten. Ich lasse die Kamera einfach mal laufen. Vorhin, als ich das erste Mal hier vorbeifahren bin, habe ich ihn ja schon gesehen. Ich muss gerade mal überlegen, fahren wir über Klinik? Ja, wa? Vielleicht ist er ja wieder zu sehen. Vorhin hat er sein Dach gekerchert. Nee, diesmal nicht. Wahrscheinlich hat er schon das erste Ding drin. Okay, also schönen Gruß an Herrn Giesecke an dieser Stelle. Ja, der eine oder andere von euch, der hat ja immer gedacht, ich bin irgendwie vom anderen Ufer. Die Frage kam immer wieder auf in der Vergangenheit. Und an dieser Stelle muss ich sagen, es ist tatsächlich so. Ich bin auch direkt jetzt gerade am anderen Ufer vom Rangshofer See. Ich muss jetzt nur noch sehen, dass ich da irgendwie auf die andere Seite komme. Ich mache einen schönen, sanften Kameraschwenk. Man nennt sowas heutzutage auch Kamerafahrt. Über dieses tolle Land. Okay, Leute, wir befinden uns jetzt hier direkt am Kiessee in Rangshof. Und hinter mir sind die Ersten, die versuchen direkt bis zum Rangshofer See zu fahren, zu Love is Open Air. An dieser Stelle hier eine wunderschöne Boombox und die Freunde hier, die haben es richtig drauf. Ich glaube, die sind aus Sossen gekommen zu Fuß und das ist direkt auf dem Weg hier. Also ich finde, wir hören drei DJs, das Tour-Entfernung-Video. So, Freunde, die große 24-Stunden-Reportage geht weiter, geht jetzt, alte Scheiße, was ist denn hier los? Freunde, ich muss das mal kurz zeigen.